Da sind wir. Neue Runde, neues Glück. Bei Harvest Moon. Für Stück am Stück. Solltest den Hasen nehmen. Danke. So. Ja. 16. Tag. Das gibt's nicht. Ich drehe hier mit dem Schaft drehe ich echt noch durch. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, dass das Schaf wächst. Ach, was mache ich denn? Ich fühle mich so derbe von diesem Schaf gefuhlt. Das gibt es gar nicht. Oh Mann. Diese Schafe. Jetzt muss ich echt schon überlegen, mir ein neues Schaf zu holen, nur falls das andere vielleicht dann doch noch besser ist. Das war Lisa Schaf. Vielleicht ist das ja dann schon ausgewachsen. Oder bleiben die Schafe so klein? Warte mal, wir gucken mal. Nee. Kann ich nichts machen. Ich kann es nicht scheren, gar nichts. Habe ich irgendeine Anleitung verpasst? Irgendetwas? Ich meine, das kann nicht mehr normal sein, dass es so viel da Zeit verloren geht. Okay, die Tomaten sind jedenfalls da. Das ist schon mal was Gutes. Klar, rein theoretisch würde ich hier Tomatensamen bekommen, aber hey. Den Typ habe ich erstmal vergrault. Also aktuell stapfe ich ein bisschen auf der Stelle. Dann kümmern wir uns weiter um Geld. Ich hole mal ein paar Erdbeersamen. Ach, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt will ich hin. Ich will meine Tilapia loswerden. Und die Brücke ist heile. Und du willst nur zwei Tilapia. Es ist ein Witz, ne? Ich hab doch hier zwei Tilapia drin. Der will doch zwei... Nicht Tilapia vom Grill, der will zwei Tilapia. Oh, ich bin doch so dumm, oder? Leute, ihr könnt es ruhig sagen, dass ich dumm bin. Er will zwei Tilapia. Und was mache ich? Tilapia vom Grill. Wie wohl ist sie nicht gleich gegrillt? Schön sich tausendmal geliefert. Sie ist wieder nicht da. Wo ist sie denn? Ja, ich habe mir vergessen, meine Kokosmilch zu machen. Das ist ungünstig. Gut, aber ich will ja nur angeln. Ich will ja nur Tilapia haben. Und nicht vom Grill. Ich bin echt so ein Vollidiot. Das tut echt derbe weh im Kopf. Ich weiß nicht, wie ich darauf... Ich musste es zubereiten, habe ich mir einfach nur gedacht.
Super, was bekomme ich? Eine Regenbogenforelle. Hier nicht dran vorbeischwimmen? Okay, der ist größer, den nehmen wir. Was soll das? Gib mir ein Tilapia. Komm, du bist ein Tilapia. Alter, du Drecksfisch. Der hat mich reingelegt. Ich hatte definitiv bei Grün rausgezogen. Definitiv. Juhu, einer. Noch einer, komm. Noch einen. Einen brauchen wir noch, komm. Der schwimmt auch vorbei. Oh, der ist schön groß, der ist schön groß. Wunderbar, noch ein Tilapia. Und natürlich ist der Typ wieder weg. Oh, ich habe noch 4 Kaffeebohnen. Okay. Da kann ich jetzt mal wieder was herstellen. Tomaten habe ich erst 4. Kamille habe ich erst 5 und Rosen habe ich schon 19. Das ärgert mich immer noch so ein bisschen. Das wurmt mich, sage ich immer gerne. Das wurmt mich. Komm, und jetzt Sean. Sean, komm, Baby, komm. Zeig mir, du bist groß geworden. Zeig es mir bitte, komm. Ich möchte ungern immer so früh ins Bett gehen eigentlich, aber ich brauche halt Sean. Oder halt irgendwer, der... Vier Trüffel. Na gut. Schön, dass die Steine und alles wiederkommen. Sean, bitte, Sean. Sean ist groß! Ja, 2 Wolle. Haben wir jetzt schon. Oh, wir haben endlich Wolle. Yippie. Ich meine jetzt nur, na, nur mal so nebenbei. Es ist ja nicht so, dass ich euch jeden Tag streichel und alles drum und dran. Woran hapert es? Weil ich euch nicht rauslasse? Es ist halt Winter. Mann, ich möchte nicht, dass ihr euch erkältet. Komm, lassen wir die Tiere raus. Dann sind sie zufrieden. Und ich habe endlich meine 2. Wolle. Und ich sage euch, das ist echt so schön. Viel zu schön, um wahr zu sein. So. Ich weiß nicht, ob so Wasserkamille mag. Wir nehmen es aber mal mit. Was wollte ich? Ah, da. Ich wollte... Nein, nicht den Tilapia. Nein, nicht gegrillt. Nein, nein, nein. Ich möchte jetzt endlich mal loswerden. Noch mal ein bisschen Geld machen.
bevor ich weiterreise. Ja. Musste gerade erstmal rechnen. Die Fische sind echt nicht viel wert, ne? Der war was wert. Ja, das kann man auch machen. Was ist denn Wolle wert? Puh. Ist ja ein Witz, was das wert ist. Okay. Dann können wir jetzt wieder reisen. Und ich weiß, der ist um 10 Uhr da. Also können wir schon mal langsam uns dahin bewegen. Vorher noch hier die Rüben und Gras und alles holen. Komm, und du tauchst jetzt auf. 3, 2, 1 und jetzt ist er da. Juhu, er ist da. Süßmaisam, ja. Ja, ich habe, was du gemacht hast. Ja, ich habe dein Bittschreiben gelesen und jetzt gib mir die 20 Tomatensamen. Danke. So, ist Malika jetzt oben wieder da? Die ist immer noch nicht wieder da. Wo ist Malika die ganze Zeit? Das ist jetzt eine ernsthafte Frage. Wo ist Malika? Interessantes Zelt. Habe ich irgendwie jetzt Malika verärgert? Nee, eigentlich wollte ich jetzt hier ein bisschen aufräumen. Es ist so geil, dass man den Hammer so oft schwingen muss. Ah! Wie gesagt, hier ein bisschen aufräumen. Und dann geht das schon klar. Und dann können wir eine Nacht schlafen und dann... Ja gut, das Gras muss ich aber pflanzen, das geht ja nicht anders. Ich brauche ja langsam was zu essen für die Tiere. So. Okay. Wässern muss ich ja nicht. Das macht es ja automatisch. So. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es wirklich kaputt geht. Sondern dass es einfach nur ungünstig läuft und, ja, keine Ahnung, gegebenenfalls, ne? So. Wunderbar. Dann die Tiere rein und schlafen legen und schnell die nächste Wolle holen. Und ich hoffe wirklich, und ich hoffe, dass ich jeden Tag Wolle holen darf. Ist zwar unrealistisch, ich weiß, ja, aber sind wir ehrlich, nach dem langen Warten? Das Schaf hat gefühlt, die ist eine Woche gebraucht. Eine Woche. Eine Woche zittern, bibbern, was weiß ich nicht alles. Klopfer einmal wieder streicheln. Ich meine, selbst Klopfer verliert nicht meine Zuneigung. Ernsthaft wieder? Gut, da konnte ich genügend Tomaten anpflanzen. So ist es jetzt nicht. Alter.
Ich habe gerade erst aufgeräumt, ja? Ich finde es ja gut, dass man... Ach, ja, rein theoretisch hätte es auch Tierfutter sein können. Aber... sind nur meine... Oh, mein Huhn ist auch fertig. Duffy ist fertig. Ach, ist das schön. Ja, Duffy, hm? Duffy freut sich. Und wir haben ein neues Ei. Oder besser gesagt, eine neue Eisorte. So. Ich will die Überraschung noch ein bisschen hinauszögern. So, erstmal das Pferd noch. Okay, streicheln. Schrubben, bürsten und... Yes! Wow, Wolle. Leute, Wolle. Da wird man doch echt happy. 3 Wolle haben wir schon. Geil. So, Malika, wie sieht's aus? Die Tomate ist da, aber Malika nicht. Ich versteh's nicht, warum ist sie nicht da? Wo ist Malika? Das Gute ist, ich kann jetzt noch Gras pflanzen. Wenn ich jetzt noch Gras finde, wenn ich das dann noch wässer, weil es erst ab heute anfängt, dann zu wachsen. Alles gecheckt, Leute. Alles gecheckt. Alles safe. Ja, und Tomaten sind auch sowas von safe. Und wenn jetzt noch Malika da wäre, wäre super. Gucken wir gleich, da oben ist nämlich noch was. Kartoffeln und... Achso, das war's, okay. Und jetzt ist Malika da, komm. Das gibt's nicht, wo ist Malika? Ich hab die jetzt extrem lange nicht mehr gesehen. Das gibt's doch nicht. Wo ist die denn? Oder bin ich irgendwo blind und übersehe sie? Nee, eigentlich nicht. Das wundert mich jetzt gerade echt. So, komm. Zack und gießen. Und schon sind sie im gleichen Rhythmus wie die anderen. Von dem her alles gut. Alles safe, alles gut, alles easy. Hier die Bäume wachsen noch. Das ist auch gut. Gut, ich kann jetzt zwar noch keinen Kakao herstellen, aber ich kann den Kakao mitnehmen. Vielleicht wird der nämlich nochmal wichtig. Ah, da ist sogar noch eine Kokosnuss. Diese habe ich komplett übersehen. Oh, Spitzkohlsamen. Danke. Und hier runter geht es dann zur Erntegöttin. Die wird demnächst dann endlich freischalten. Malika ist immer nicht da. Okay. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber was wir jetzt machen können... Das habe ich die ganze Zeit schon überlegt und das werde ich jetzt auch mal machen. Nee, das werde ich erst danach machen. Doch, wir können es... Aha. Ich darf mit einem Wundertrank... Darf ich ein Tier entsprechend... Ja. Halt, es vermehrt sich das Tier durch diesen Wundertrank.
halten. Und wenn ich das jetzt Frieda gebe, dann ist Frieda jetzt für diesen Augenblick dann trächtig. Ja, bei uns würde man sagen schwanger, aber ich glaube, in der Tierwelt heißt es dann trächtig. Und es ist ein Ansatz. Ja, klar, lieber das Schaf, aber ich weiß nicht, was jetzt mit dem Schaf ist, deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und mache erstmal nichts mit dem Schaf. Und hey, wie sieht's hier aus? Oh, ernsthaft, immer ich viel mehr? Was? Oh Mann, hier fehlen mir noch so viele Sachen, die ich finden muss. Was, ich habe Titan noch nie veredelt? Oh Mann. Ist wirklich das Einzige, was ich noch nicht veredelt habe. Und den Rest habe ich noch nicht gefunden. Egal, wir wollen in der nächsten Folge gucken, wie es dann endlich weitergeht in Salmiakki. Ich hoffe, ihr hattet bisher euren Spaß und bleibt auch weiterhin dran. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.